Hallo liebe Fry-Community und herzlich willkommen zu mal wieder einem neuen Minecraft-Video. Heute testen wir mal die Minecraft Realms. Ich habe nämlich im neuen Minecraft 1.12.2 Update bemerkt, dass man ja jetzt irgendwie für 30 Tage einfach, ja, jeder kann einfach die Realms austesten. Das heißt, ja, ich werde euch gleich zeigen, was es heißt, aber davor, kurz vorab, bevor das Video jetzt richtig beginnt, möchte ich euch noch kurz etwas mitteilen. Und zwar hat der gute SimplyTel sich um einen Discord-Server gekümmert. Also ein Discord-Server nur für mich, beziehungsweise nur für meine Community, also für euch. Und da sollt ihr mal joinen. Und zwar, ja, hat er da das selbst auf die Beine gestellt. Und es sind bis jetzt halt bloß 3 Leute da drauf gejoint. Und es ist halt eine Menge Arbeit, kann ich mir vorstellen, so einen Discord-Channel allein auf die Beine zu stellen. Deswegen echt Respekt an den Till. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle, dass du wirklich nur für mich so einen Discord-Channel machst. Ich habe ja sogar schon einen Teamspeak, der mir Picks gemacht hat. Also mir wird wirklich alles geschenkt und so viel brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich bin so selten on bei sowas. Also bei Teamspeak bin ich super selten on und ja, Discord auch dann natürlich. Also einfach so talken tue ich echt nicht oft, aber wenn ihr euch mal unterhalten möchtet in der Community, dann könnt ihr das jetzt hier gerne machen auf diesem Server. Und er arbeitet nur alleine an dem Server, gibt sich viel Mühe. Ja, er schreibt hier, ist halt blöd, wenn niemand davon was mitbekommt. Und er braucht halt eben noch Moderatoren, Supporter und so weiter. Also schreibt gerne mal, also der Till kann jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was er noch so braucht. Und ihr könnt euch einfach mal, wenn ihr irgendwie Bock habt, den Till zu unterstützen, was echt super wäre von euch, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Also so eine Art Bewerbung könnt ihr dann in die Kommentare schreiben, einfach ganz leicht. Und der Till würde ich dann, denke ich mal, aufgreifen und schauen, was da, ja, wen er da gebrauchen kann von euch. Also ich glaube mal, jeder von euch, der helfen will, der kann auch gebraucht werden. Also meldet euch einfach in den Kommentaren und ja, dann ist die Sache gegessen. Dann joint doch mal auf den Server. Link zu dem Server packe ich euch in die Beschreibung natürlich. Und ja, dann geht's jetzt mal los mit dem eigentlichen Video. Ja gut, dann da die Song, springen wir mal ins kalte Wasser und fangen wir gleich an. Und zwar ist das, okay, ich rede auf Hochdeutsch. Okay, also das hier ist die neue Version Minecraft 1.12.2. Ich habe darüber noch kein Video gemacht, über diese neue Version. Und es gibt auch eigentlich nicht viel zu berichten. Das neue Better Together Update ist jetzt raus. Ich habe aber keinen Plan, was das genau sein soll. Es wurde so ein Hype drum gemacht. Es gibt ja auch so ein super duper Graphics Pack, was jetzt demnächst auch rauskommen soll anscheinend. Ich habe auch gelesen, dass es nur für Xbox Live rauskommt oder irgend sowas. Ich kenne mich da nicht so wirklich aus. Ich habe da ein bisschen was gelesen, aber ich verstehe es nicht wirklich. Hier, dieses Logo ist auf jeden Fall neu. Und ansonsten gibt es für Java Edition, wie es jetzt heißt, jetzt nicht mehr Minecraft PC Edition, sondern wirklich Minecraft Java Edition. Und ich habe es irgendwie so mitbekommen, dass man halt jetzt im Better Together Update mit Leuten auf der Xbox spielen kann. Also ich am PC kann jetzt mit Leuten, die Minecraft auf der Xbox spielen, zusammenspielen oder am Handy spielen. Wir können jetzt alle quasi zusammenspielen. Soll ich es mitbekommen? Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber jetzt jumpen wir mal hier in die Minecraft Realms, bei denen ich jetzt bemerkt habe in der Minecraft 1.12, dass man da wirklich eine eigene Welt machen kann. Und ja, man muss hier einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Irgendwas ist hier unten gestanden, dann konnte ich mir eine eigene Welt aufmachen, weil ich habe es einfach mal probiert, so schaut, wie es aussieht. Also hier kann man Players, also hier kann man seine Spieler einladen oder Freunde halt, wenn man irgendwelche hat. Ich habe leider keine Freunde, tut mir leid, kann ich jetzt nicht so gut zeigen. Player Activity kann man dann wahrscheinlich auch hier irgendwie sehen, das ist auch ganz interessant, 24.09. Okidoki, ja, so aktiv war ich bis jetzt. Oh, 2 Minuten war ich online, okay, sehr schön. Das ist auf jeden Fall ganz interessant, stelle ich mir zumindest ganz interessant vor, weil ich kann hier nicht viel nachschauen. Aber es sieht echt geil aus. Und ja, um mal das kurz zu erklären, diese ganze Schematik hier. Minecraft Realms ist quasi einfach nur ein Minecraft Multiplayer Server. Ihr könnt natürlich auch Singleplayer spielen. Es ist einfach ein einfach gestalteter Server für alle Noobs, sag ich mal, oder für alle, bei denen es halt schnell gehen muss. Wenn man sich nicht extra irgendwie eine Server, den Server halt erstmal installieren möchte und sich da halt drum kümmern möchte, so, dann kann man jetzt einfach hier im Minecraft halt, ne, Hauptmenü hier Minecraft Realms drücken und dann hier eine Welt erstellen und monatlich muss man dann halt einen kleinen Betrag zahlen, sage ich mal. Ja, und dann hat man hier quasi einen Server, wo man jederzeit joinen kann, wo auch andere Leute jederzeit joinen können und ihr müsst euch um nichts kümmern. Ihr müsst nur das Geld bezahlen und Mojang macht quasi den Rest. So habe ich das zumindest verstanden. Wenn ihr irgendwie mich berichtigen müsst, dann macht es mal gerne.
wenn ich irgendwas falsch gesagt habe. Hier steht jetzt Your Subscription, Start Date. Also ich habe nichts bezahlt, wie gesagt. Ich habe einfach nur mal ausprobiert. September 23. Also 23. September habe ich es mal ausprobiert. Zum ersten Mal gestartet. Und ja, 28 Tage habe ich noch übrig. Also insgesamt hat man dann 29 Tage oder 30 Tage. Ich denke mal 30. Ja. Ja gut, da wenn man drauf drückt, kommt man zu einer Internetseite und dann ja, kann man da noch weitere, also noch, ne, ja, ein bisschen mehr kaufen. Also dass man halt das quasi länger als 28 Tage hat. Oder dass einem diese Realms länger als 28 Tage zur Verfügung stehen. Info, your realm will be switched to another world. Are you sure you want to continue? Yes. Okay. Also wenn wir hier drauf drücken, dann können wir quasi joinen. Ich habe nicht wirklich gecheckt, was ich jetzt gerade gemacht habe. ich habe die Realm irgendwie in eine andere Welt geswitcht. Aber hier, ja, connect jetzt. Kleinen Moment. Und dann sehen wir, wir sind auf jeden Fall online. Und es könnte jetzt irgendwer joinen, aber da ich keine Freunde habe, wie gesagt, ja, joint jetzt auch keiner, aber es ist ganz chillig auf jeden Fall, super einfach und ja, das wäre jetzt eine normale Welt, aber das ist ja nicht alles, was man hier machen kann. Oh Mist, okay, wenn ich Doppelklick aufmache, dann join ich hier, wenn ich hier so drauf drücke und dann hier, ich kann zum Beispiel, genau, wenn ich da Yes drücke auf so ein leeres Ding, dann this world is empty, choose how to create your world. Okay, wir können jetzt hier New World machen, dann haben wir World Type Default, Amplified und so. Ganz normal, wenn man halt eine Welt erstellt, kann man das hier einstellen, mehr aber nicht. Fragwürdig warum. Upload World. Okay, ich kann hier quasi eine meiner bestehenden Singleplayer-Welten in Minecraft Realms uploaden quasi. Also das eine meiner jetzigen Singleplayer-Welten. Das ist so, als würde ich jetzt aus meiner Minecraft Flat Earth-Welt einen Multiplayer-Server machen. Geht hier ganz einfach. Einfach Doppelklick drauf und fertig. World Templates. Da haben wir sowas hier. Das ist schön. Map Trailer können wir uns sogar hier anschauen und die Publisher-Site. Finde ich echt ganz gut gemacht. Einfach so draufdrücken und dann hat man da, ist man auch schon auf der Seite. Sieht echt gut gestaltet aus auf jeden Fall. Wie gesagt, das hier ist eigentlich auch so zum ersten Mal. Und wir können ja mal eben, ich join jetzt mal bloß in eine Welt, weil es sonst ein bisschen viel wird. Was lächelt mich denn hier am meisten an? Ich teste einfach mal Frosty Wind, weil es gerade ganz oben ist. Nee, weil es einfach schön aussieht. Okay, also ich habe die Welt quasi jetzt erstmal hier reingeladen. Jetzt mache ich hier Doppelklick, dann join ich und dann bin ich auch schon drin in Frosty Wilds. Oder wie hieß es? Ich habe schon wieder vergessen. Okay, also das hier ist eine Welt, die irgendjemand gemacht hat. Ich denke sogar, dass die Welten, die da angezeigt werden, manche sind vielleicht von Mojang und manche auch von der Community. Also ist echt ganz cool. Also Mojang sucht quasi Leute, Maps von der Community aus, die sie dann hier mit reinpacken. So, glaube ich, habe ich das verstanden. Und ja, jetzt kann ich hier quasi mir die Welt angucken. Kann aber, kann ich auch was abbauen oder? Okay, ich kann mich ja also auch beteiligen an der Welt anscheinend. Ich kann hier auch irgendwas bauen. Ich kann ja auch ein Haus dazu bauen, aber das sehe dann nur ich. Also, wenn jetzt ihr diese Welt auch so herladet, wie ich das gemacht habe, dann glaube ich, seht ihr nicht das, was ich hier hinbaue, weil sonst würde die Welt hier schon ganz anders aussehen. Also, die wird jedes Mal resettet halt, denke ich mal, weil wenn man hier Fackeln platzieren kann, nee, dann sähe die Welt schon ganz anders aus, wenn die nicht jedes Mal bei jedem Typen resettet werden würde. Ja, ist halt echt cool. Man kann einfach so, ohne irgendwie eine Map runterladen zu müssen, in Minecraft, ja, Realms, einfach schnell eine Welt testen. So kann ich jetzt auch kinderleicht blitzschnell irgendeine beliebige Welt vorstellen. So wie ich es ja auch schon mal gemacht habe auf meinem Kanal und auch eigentlich in Zukunft ab und zu auch mal vorhab. Aber ja, ist echt nice auf jeden Fall, muss ich sagen. Da ist ein kleiner Hafen. Interessant. Kleiner eingefrorener Hafen. Da fahren wir doch mal ein Stückchen Boot, oder? Oh, das funktioniert sogar noch. Hey Jungs, das funktioniert noch. Wir können immer noch... Oh, Alter, wir haben immer noch diese Speedboote. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist schon lange gefixt. Ich dachte, man kann schon lange nicht mehr auf einem Fleck so schnell speeden. Alter, guck dich das an. Damn, son. Okay, ich glaube, wir haben erstmal genug. Disconnect. Schauen wir doch mal, was wir noch so haben. Okay, mal nochmal empty. Yes. Also World Templates haben wir jetzt angeschaut. Adventures, was sehen wir hier? Hier sehen wir zum Beispiel Adventure Maps. Okay, wir sehen jetzt auch Mr. 3D Alien hat diese Map hier gemacht. Mirage Tower Defense, hört sich schon sehr interessant an. Ich teste einfach mal nicht das erste, sondern Minecraft Story Mode. Redstonia. Oh, Sedornenstein Estate. Okay, das klingt ganz, oder sieht zumindest ganz gruselig aus, dieses Bild hier. Mal gucken, was es hier so gibt. Okay, da haben wir sie wieder hergeladen. Und da sind wir auch schon drin. Activate Particles. Also es sind wirklich High-Quality Maps, wie es hier aussieht. Also, okay, ich muss hier nicht Rechtsklick machen, sondern ich muss hier wirklich... Particles All, okay, also ich habe es schon gemacht. Okay, okay. Es sind echt, sieht mir echt nach guten Maps aus. Hier ist auch noch so eine Adjust Volume Until Sounds Are Audible. Okay, es ist sogar eine, so eine Teststation.
Okay. Das ist ja mega geil. Alter Vater. Das ist gerade so eine Teststation, dass man die Sounds richtig eingestellt hat. Okay. Oh, krass. Das ist ja mega. Das ist ja richtig Hammer. Also ich finde das schon geil hier. Okay. Ich möchte mal nicht zu viel zeigen. Das sollte man selber spielen. Echt cool, Mann. Also, nicht schlecht, diese Maps hier. Gut, was haben wir da noch? Okay, jetzt muss ich hier Reset World machen. So, Adventures haben wir gerade geschaut. Experiences. Okay, das sind so Erforschungsmaps quasi. Inspiration, da ist zum Beispiel auch MC Noodler am Start. Mit seiner Castle Collection. Die können wir uns gerne mal kurz angucken. Ja, mega. Übertrieben. Es ist so geil. Er war ja schon mal, er wurde ja schon mal gefeatured auf der Minecraft.net Seite. Ich hoffe, da sind in Zukunft auch noch mehrere Welten von MC Noodler. Good job, good job. Okay, so. Wir haben hier auch noch, okay, World Options. Dann können wir hier Weltname, Survival, Difficulty, Spawn Protection. Okay, some settings are disabled since your current world is an inspiration. Ach, jetzt verstehe ich diese Meldung, die hier die ganze Zeit kommt. Wenn ich hier drauf drücke, weil jetzt gerade ist diese Welt hier anvisiert. Wenn ich hier drauf drücke, dann join ich quasi zu der Welt. Wenn ich dann, hier jetzt was drücke, dann meine ich damit diese Welt. Also wenn ich im World Backup, wenn ich das drücken würde, dann würde ich von der Welt jetzt ein Backup machen. Und hier steht bloß, dass ich jetzt die Welt switche, die halt gerade anvisiert ist. Und jetzt ist gerade diese hier markiert. Wenn ich jetzt auf World Options drücke, weil es einfach nur eine normale Survival-Welt ist, kann ich PvP on-off machen, spawn Monster, spawn Animals. Das ist echt, wie man es halt bei so einem Server, wenn man ihn runterlädt, auch einstellen kann. Dann kann man hier World Backups machen anscheinend. Hier steht Restore und ich habe vor 10 Minuten ein Backup gemacht oder es wurde vor 10 Minuten gespeichert, irgendwie sowas. Okay, muss ich jetzt nicht allzu genau wissen, wie das funktioniert. Hier haben wir noch ein Minigame-Ding, wo wir draufdrücken können. Ich glaube, das ist hier immer Minigame. Wir haben hier drei Welten, wo wir switchen können und das hier, das heißt immer Minigame. Und hier können wir jetzt quasi zwischen Minigames wechseln. Also irgendwas öffnen mal und ja, dann joinen wir mal zu Levitate. Okay, da muss man schnell hier das Resource Pack auch downloaden. Also es wird automatisch gedownloadet. Nice. Welcome to Levitate. Your goal is to reach the slime block at the top. Use the Shulker projectiles to levitate. Bows will help you shoot projectiles not aimed at you. Okidoki. Und vielleicht mache ich in diesen 28 Tagen noch ein paar Realms Maps durch. Die sind wirklich high quality, richtig professionell. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich werde die Map hier jetzt nicht spielen. Ist ja bloß so ein Showcase-Video, aber ist echt. Mit dieser Schrift in der Luft und so. Ist echt gut gemacht, auf jeden Fall, finde ich. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in Minecraft Realms. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann, ja, kennt ihr euch jetzt auch ein bisschen aus, so wie ich auch. Ist auf jeden Fall ein nices Ding, was Mojang da gemacht hat. Der diese zwei Welten ja auch standardmäßig da. Also ich wurde da nicht eingeladen, sondern, also ich kann da nicht mal joinen. Ich kann bloß Leave Realm. Sind die irgendwie vielleicht geschlossen? Wurde ich da eingeladen und die sind geschlossen? Sind es vielleicht welche von meinen Subs? Oder habt ihr da auch zwei so Welten, die einfach bei jedem so sind? So, weiß ich nicht, Vorlagenwelten oder sowas, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und vergesst nicht, eine Bewerbung an den guten Simplitel zu schreiben oder einfach ein bisschen mitzuhelfen, auf dem Discord-Server einfach mal zu joinen. Wird den Till auf jeden Fall freuen und mich natürlich auch. Und es freut mich, dass der Till das überhaupt die Beine stellt, sowas. Echt nett von ihm. Und ja, dann würde ich sagen, mach's gut. Das war's mit diesem etwas längeren Video. Hat schon die Länge von einem Flat-Earth-Video. Mann. Okay, aber haut rein, Leute. Macht's gut und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ciao.